Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Woolly World. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. So, ein Spieler. Natürlich. Und ab dafür. Der Bubis, okay. Kann ich aufpassen? Bestimmt irgend so ein Kack wieder, ne? Ich hasse Buhu-Dinger. Ich lese gerade, dass Daki bei dem Level Probleme hatte. Okay. Im Chat wird auch gerade geschrieben, ich glaube, das Level ist böse. Ah, guck mal. Ich liebe ja meine Community, weil sie einfach nur dauerhaft das Bedürfnis hat, mich zu quälen. Aber manchmal habe auch selbst ich einen hellen Einfall und weiß mehr oder minder, wie ich weiterkomme. Manchmal mehr, manchmal minder. Oh, hey. Was? Deswegen! Warum? Okay, Daki muss wohl nicht auf den Trick gekommen sein, die Buhus einzuwickeln. Ich glaube, das geht nur hinterrücks mit dem Einwickeln. Okay. Ja gut, dann versuchen wir es. Ich hoffe, da unten ist jetzt kein Ding gewesen. Kein Wollknäuel. Ansonsten habe ich nämlich die Arschkarte gezogen. Warte mal. Da ist bestimmt das Wollknäuel gewesen. Mit Sicherheit. Töte mich! Anscheinend war da doch ein Fragezeichen in der Luft. Gut, alles auf Anfang. Alles auf Anfang. So. Wie gut, dass ich quasi nicht alleine spiele und die Community mit dabei ist. Setzlayer passt immer gut mit auf. Nach dem Motto, Mensch, Nero, spiel doch mal gescheit.
muss auch anders gehen, oder? Nee, da ist aber nichts. Bin ich denn zu blöd? Zack, und dafür. So. Aha. Natürlich war da nichts. Blume, die kann mir eigentlich egal sein, aber aus Fun Fact nehmen wir die einfach mit. So. Was? Nein, 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 nein. Ansonsten bleiben wir uns leid. Wenn da nichts gewesen ist, können wir erstmal abwarten, wann sich das erste zeigt. Da, ernsthaft jetzt hier. Zack. Was? Und ab dafür. Kann er nicht hier angehen, oder? Oh, guck mal hier, was da ist. Tada! Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Das kann nicht wahr sein. Den ersten Gerold. Och nein. Was zur Hölle war das denn jetzt? Ist ja nicht so, als könnten wir uns nicht irgendwie neu holen, ne? Zack, zack, zack. Alles schön eingesammelt. Nö, du kriegst uns nicht. Ernsthaft? Ach komm. Da kriegt man bestimmt irgendwo den Schalter. Hm. Hey. Oh. Das ist wohl kein Freund. Schlafmütze, du bist der Beste der Welt. Ja, manchmal schon. Manchmal ja, aber manchmal auch nicht. Alter, was? Echt jetzt? Guten Tag. Sie haben ein Fail bestellt. Immer gerne wieder. So, zack. So. Und einmal, zweimal. Dreimal. Ab dafür. So, was haben wir da? Ach. Noch ein Buch.
Nein! Komm zurück! Ah. Verdammt! Ja gut. Stellt sich jetzt noch die Frage, wie kommen wir da hoch ohne Wollknolle, ne? Ja. Das heißt, wir müssen ja den Weg gehen. Ach, ernsthaft? Wo krieg ich denn jetzt... Miro, denk nach. Ah. Liegt doch auf der Hand. Man merkt. Geist und Verstand sind nicht mehr ganz bei Sache. Was? Aber wird schon. Guten Tag. Ich weiß nicht, dieser Musikstyle, der kommt mir irgendwie vor wie bei Kirby Triple Deluxe. Bisschen, ne? Aber nur ein kleines bisschen. So, dann haben wir auch schon Nummer 3 eingefangen. Sei froh, dass das Spiel nicht so viel von dir fordert wie die Layton vs. Professor Light. Right, okay. Ja, das soll wohl Hardcore sein, das Spiel. Habe ich mir sagen lassen. Ob es jetzt wirklich stimmt, habe ich keine Ahnung. Aber kann ja gut möglich sein, ne? So. Da rein. Gucken, ob wir da irgendwo weiterkommen. Okay. Nein! Ach so, da sind überall diese bösen Sonnen. Hi, Dude. Und tschüss. Im Chat geht gerade eine Diskussion durch, von wegen, Spielen und Let's Playen sind immer zwei Sachen. Dem stimme ich wirklich zu, weil Let's Playen ist noch eine ganz andere Ecke. Ah, weil... Kommst du da so rein? Natürlich kommst du da nicht rein. Aus dem Grunde, weil man dort halt nochmal auf ein paar andere Dinge achtet und eventuell ein bisschen Nervosität noch dabei kommt. Aber auch nicht immer.
Aber dennoch ist das möglich. Ach, verdammt. Und dieses Level, muss ich ehrlich gestehen, geht mir gerade sowas von irgendwo hin. Muss ich ehrlicherweise mal sagen. Weißt du? Alleine diese Sprungmechanik gerade und alles ist so. Ist gerade echt nicht das Beste, was ich liefere. Aber gut. Komm schon. Ja, genau. Jetzt kriege ich die dicken Teile, weißt du? Komm, wenn ich sie nicht haben will. Dann, wenn ich mir denke, so, ach komm, scheiß jetzt drauf. Ja? Dann kommen die. Ist doch immer so. Komm, gib mal ein paar Dinger raus. Und ah, ich krieg einen Anfall. So, geht doch. Meine Güte. Äonen später. Danke. Haben wir mit dir? Gucken wir erstmal, ob es noch hier was gibt. Siehst du, immer mal schön alles absuchen. Kann ja immer mal überall was auftauchen und sein. Ne? Tag.
So. Und ab dafür. Haben wir den Yoshi auch noch zusammengeflickt? Also das ist schon so eine knackige Angelegenheit. Aber ich würde sagen, da dieser Part etwas länger ging, als wie gewollt, lassen wir ihn einfach bei der Zeit. Und ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Und ja, grundsätzlich ein paar Kommentare sind immer gut. Halt was? Wie gesagt, ein paar Kommentare sind halt echt immer wunderbar. Freut man sich immer drüber, wenn man was zu lesen hat. Gerade wenn es von der Community herkommt. Na, das ist halt immer das A und O. Und ich beantworte auch immer alles, so gut ich kann. Hab ja eigentlich sonst nichts zu tun. Aber, na gut. Und ich finde, das hält die ganze Spannung auch nochmal oben, wenn wir den Part halt jetzt beenden, in dem Sinne. Sage ich auf Wiedersehen, macht es gut und bis dann. Yahoo!